Heute erweitern wir unseren Physik-Werkzeugkasten sozusagen um ein ziemlich nützliches Werkzeug. Und zwar ist das der Gedanke von Einheitsvektoren. Kann das eigentlich mal drüber schreiben? Einheitsvektoren. Die sind ziemlich nützlich, um die ganze Schreibweise ein bisschen zu vereinfachen. Also ich musste ja vorher jetzt immer hinschreiben, wenn wir zum Beispiel den Vektor hier haben, sagen wir mal, das ist der Vektor S, weil es ein Weg ist, und der ist 10 Meter, dann muss ich ja vorher mal schreiben, vertikal und horizontal und SY und SX. Und man hat ja schon gemerkt bei den meisten Videos oder bei einigen Videos, dass das manchmal recht problematisch war und vielleicht auch nicht ganz übersichtlich. Deswegen hat sich jemand einfallen lassen, dass man auch einfach Einheitsvektoren einführen könnte. Oder wir machen es anders. Wir können uns ja erstmal angucken, was sind denn eigentlich die Komponenten von diesem Vektor hier. Also wir wissen, dass der gesamte Vektor S, der Betrag davon ist 10 Meter. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie die einzelnen Komponenten davon aussehen, dann gucken wir uns ja einmal die Y-Richtung an. Das ist die hier. Und die kennen wir ja wahrscheinlich jetzt auch langsam aus dem Kopf. Die beträgt dann 10 Meter. Und da das ja die gegenüberliegende Seite ist von dem 30-Grad-Winkel, wäre das dann mal dem Sinus von 30 Grad. In den vorherigen Videos haben wir das ein bisschen ausführlicher besprochen, falls du dir jetzt wunderst, wo das herkommt. Und der horizontale Vektor ist ja dann der hier. Das wäre dann Sx. Und der besteht dann ja, oder der lässt sich berechnen, der Betrag davon, aus 10 Metern mal Cosinus. 10 Metern mal Cosinus von 30 Grad. Cosinus von 30 Grad. Und ich sehe gerade, das können wir auch eigentlich gleich abkürzen. Ich schreibe hier mal noch dran, dass das SY ist. Und das können wir schon berechnen hier. Wir wissen, dass Sinus 30 Grad ist 1/2. Sinus 30 Grad ist 1/2. Das heißt, 1/2 mal 10, das sind also 5 Meter. Und hier unten Sx. Wir wissen, dass der Cosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 halbe. Also haben wir hier 10 durch 2 ist 5, also haben wir hier 5 Wurzel 3 Meter. So, jetzt müsste ich ja jedes Mal eigentlich sagen, ja, okay, bei SY, Y ist ja in die Richtung von oben nach unten, das heißt, wenn das positiv ist, dann geht das nach oben. Machen wir hier mal noch einen Kringel drum, dann geht das nach oben, oder wenn es negativ ist, dann geht das nach unten. Und bei der X-Richtung genau andersrum, da mussten wir mal sagen, wenn das positiv ist, mussten wir uns festlegen, dann geht das nach rechts, oder wenn das negativ ist, dann geht das nach links. Und damit wir uns das alles ein bisschen sparen können, hat sich jemand gedacht, okay, warum fügen wir nicht einfach Einheitsvektoren ein? Das soll einfach nur heißen, wir fügen zum Beispiel, oder wir führen einfach den Einheitsvektor, ich nenne ihn jetzt mal ex ein. Ex. Er wird, oder manchmal siehst du vielleicht auch ein i mit so einem, statt dem Punkt mit so einem komischen Hut oben drauf. Und der Betrag davon, der ist einfach nur 1. So ein Einheitsvektor hat eigentlich nur die Aufgabe, in eine gewisse Richtung zu zeigen. Das heißt, wenn wir den jetzt hier nehmen in die x-Richtung, dann heißt das, dass der Einheitsvektor ex, der liegt einfach nur hier. Der hat einen Betrag von 1 und zeigt halt einfach nur in die positive x-Richtung. Das heißt, wenn irgendwo ex steht, dann weiß man immer, okay, der zeigt halt in die Richtung, in der beim Koordinatensystem auch das positive x geht. Und genau das Gleiche können wir natürlich auch noch machen für ey. Der Betrag von dem Einheitsvektor ey ist das gleiche wie der Betrag von, vielleicht sieht man manchmal auch ein j mit so einem komischen Hut oben drauf. Der ist natürlich auch 1 und der geht dann natürlich in diese Richtung hier. Ich sehe gerade, ich habe eine doofe Farbe gewählt. Lass mich nochmal die Farbe wechseln. Was hatten wir noch nicht? Das hatten wir noch nicht. Das hier. Genau. Und der hat nur die Aufgabe, in die positive Y-Achsenrichtung zu zeigen. Also das hier ist EY. Oder der Betrag von J. Und der ist gleich 1. Das heißt, wenn wir das hier oben nochmal neu schreiben wollen würden, dann könnten wir jetzt einfach sagen, dass SY das gleiche ist wie 5 Meter mal EX. Dann weiß man sofort, ah, alles. Oh, das war natürlich nicht richtig. Da muss natürlich EY hin, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. EY. Das heißt,
Wenn du diese Angabe hier siehst, dann weißt du, das hier ist der Vektor, also so rum, das hier ist der Vektor und das hier ist einfach nur die skalare Angabe, um wie viel zeigt denn SY in die Richtung von EY. Also EY wissen wir ja, steht fest, zeigt immer in diese Richtung hier oben. Ich könnte es eigentlich auch nochmal in der gleichen Farbe nachzeichnen. EY zeigt immer in die positive Y-Achsenrichtung. Naja, oder warte. Ich mache das am besten nochmal. Ich habe das nochmal komplett neu hin. Dann sieht das alles ein bisschen durcheinander gewurschtelt aus. So, nochmal EY. Sehr schön. Also wir wissen, wenn du diese Angabe hier siehst, dann heißt das, dass dieser Vektor insgesamt, also dass die beiden Angaben zusammen multipliziert, ergeben halt einfach einen Vektor, der mit 5 Metern in die Richtung von EY zeigt, also in die positive Y-Richtung. Wenn das jetzt hier minus EY wäre, würde es halt in die entgegengesetzte Richtung, also nach unten, in die negative Y-Achsenrichtung zeigen. Und das gleiche können wir natürlich auch noch mit SX machen. SX wäre dann natürlich einfach nur 5 mal Wurzel 3 Meter. Und das Ganze multiplizieren wir mit unserem Einheitsvektor in die X-Richtung, also in dem Fall EX. Richtig? Weil x zeigt ja in diese Richtung hier und auch hier genau das gleiche. Wenn das minus ex wäre, dann würde es halt einfach in die entgegengesetzte Richtung zeigen, also in die negative, in Richtung der negativen x-Achse. Und was jetzt eigentlich wirklich praktisch daran ist, wie du siehst, die Schreibweise hier hat jetzt noch nicht wirklich viel abgekürzt, aber dadurch, dass wir das so eingeführt haben, ist es leichter, unseren Gesamtvektor, also komplett s, darzustellen. Weil jetzt können wir sagen, dass s, der Vektor s, besteht ja aus sx. Sx plus sy. Das wussten wir ja vorher schon, dass wenn wir den Vektor hier und den addieren, dass wir dann den Vektor hier bekommen. Das hatten wir ganz am Anfang in einem der Videos schon mal geklärt. Und jetzt können wir aber alles zusammen auch mit den Werten direkt in eine Zeile schreiben und wissen, dass Sx, den Ausdruck hatten wir hier unten ja schon, ist also 5 Wurzel 3 mal Ex. Und darauf addieren wir noch den Betrag von SY. Also 5 Meter mal, machen wir am besten noch Klammern rum, 5 Meter mal EY. Und das ist halt wirklich eine wesentlich leichtere Schreibweise und macht vor allem die Mathematik noch ein ganzes Stück leichter. Und wenn wir irgendwann mal anfangen, in mehr als zwei Dimensionen zu rechnen, also halt auch noch in die dritte zum Beispiel, dann kannst du natürlich noch die Z-Richtung einführen. Die Z-Richtung und analog zu den anderen wäre das natürlich einfach dann EZ oder ich glaube, das müsste dann K sein. K-Hut ist gleich 1. Also wir versuchen uns einfach jetzt an diese Schreibweise hier zu gewöhnen, an dieses EY und an dieses EX oder halt an die Gesamtschreibweise, um uns die Mathematik ein bisschen zu vereinfachen und wie gesagt, das ist wirklich nur eine Gewöhnungssache. Und die beiden Begriffe hier oder diese beiden Vektoren, die hier einzeln stehen, sagen ja nichts als, ich bin ein Vektor mit der Größe 1 und zeige in die Richtung x oder y oder z.